So, liebe Technikfreunde, es geht weiter. In Berlin ist es bewölkt, ist auch Regen angesagt. Das heißt, ihr werdet bestimmt in den Genuss kommen, mal die hässlichen Scheibenwischer zu sehen am Renault. Aber jetzt laufen wir erstmal zum Auto und holen das Auto. Ja, vielleicht noch eine kleine Episode von der gestrigen Fahrt. Also wir hatten in Belitz das Ladekabel vergessen. Und das ist natürlich tödlich. Wir haben es hier in Berlin gemerkt, zum Glück ist es nur 40 Kilometer entfernt, dass wir gestern Abend nochmal nach Belitz fahren mussten, um das Ladekabel zu holen. Und wieder zurückfahren mussten, haben wir dann gleich nochmal getankt und noch einen Kaffee getrunken, sodass wir erst dann gestern Nacht um 12 unsere Currywurst gegessen haben, die wirklich sehr lecker ist. Und wenn ihr mal in Berlin seid, fahrt mal zur Curry 36, kann ich echt empfehlen. Ist mega lecker, ist immer voll, die haben rund um die Uhr offen. Wir können da jederzeit eine Currywurst essen, wenn ihr wollt, die haben auch andere Sachen. Ja, das nochmal zu gestern. Ja, hier haben wir unseren Renault Zoe über Nacht stehen lassen. Wie ich schon sagte, wir haben ja in Berlin nicht getankt, wir waren auch nicht in Berlin tanken. Ja, und deswegen brauchten wir uns da keinen Kopf zu machen und nicht nach einer Ladesäule suchen. Und ich finde es immer wieder schick anzuschauen. Die Form ist wirklich gelungen, finde ich. Also mir gefällt das Fahrzeug sehr. So, ich würde sagen, es geht auf zur zweiten Etappe. Jetzt geht's durch bis Usedom und zwar genau bis Wienemünde. Dort haben wir noch die nächste Nacht gebucht. Und wir haben zwei Tankstops geplant, einmal in Eberswalde und einmal in Pasewalk. Eberswalde sind schon so 60, 70 Kilometer. Warum schon so früh? Ja, wir sind angefixt und haben ja quasi zweimal schon kostenlos getankt. Einmal noch bei mir zu Hause in Halle und jetzt in Belitz. Und jetzt wollen wir es wissen. Jetzt wollen wir sehen, okay, wie weit komme ich mit kostenlosen Laden? Schaffe ich es bis an der Ostsee oder nicht? Und ich sehe uns gerade ein Eichhörnchen hier mitten in Berlin durch die Stadt hoppeln. Ja, und ich lade euch ein, dabei zu sein und zuzuschauen. Okay, das und noch viel mehr seht ihr wahrscheinlich alles nach dem Intro. Viel Spaß! So, wir haben noch eine Reichweite von 197 Kilometer, also brauchen Sie überhaupt keine Gedanken zu machen.
So, wir sind kaum 2 Kilometer gefahren, stehen wir schon im ersten Stau. Aber das ist ja für Berlin nicht außergewöhnlich. Gewöhnliches, aber das Wetter ist noch fantastisch. Ja, was will man mehr? Und mit Automatikgetriebe stört einen der Stau nicht so sehr und der Akku wird ja auch nicht viel leerer dabei. Also was soll's. Wir zuckeln mal gemütlich durch den Stau. Aus Berlin. Aber die nächste Baustelle kommt bestimmt. Und dann fahren wir erstmal nach Eberswalde. Dann machen wir es mal als Frühstück. So, also das ist die Stromladesäule und da sieht man schon Zoo Eberswalde. Da drüben ist auch der Zoo, wo die Leute schon anstehen. Und hier ist es ein bisschen anders mit dem Laden. Das heißt, hier ist es so, dass man ohne Handy erschossen ist, ohne Vertrag. Das heißt, man muss diesen Code hier, den muss man einscannen. Dann erscheint auf dem Bildschirm automatisch eine Auswahl. Und dann kann man auswählen, SMS senden. Ja? Und die Nummer ist dann auch automatisch hinterlegt. Und das ist eigentlich schon alles. SMS geht raus, dann geht anschließend hier ist wie so eine kleine Tür, dann geht so eine kleine Tür auf. Ja, und hier müssen wir kurz anhalten, denn was ich dann zu Hause bemerkt hatte, ein paar Tage später, dass natürlich auch diese SMS eine Sonderrufnummer ist. Und das bedeutet, dass man diese auch noch bezahlen muss. Sie ist nicht teuer, es sind nur 10 Cent, also es ist wirklich Peanuts. Aber es ist schon interessant, dass auch die Mobilfunkbetreiber mit ihren Teil dran verdienen wollen. Auf. Stecker wird freigegeben und dann kann man den Stecker reinstecken. Und dann beginnt das Laden und so steht es auch hier. Und genauso wie es hier steht, genauso einfach war es. Also innerhalb von, ich weiß nicht, 5 Sekunden, nachdem die SMS raus war, hat das Fenster geöffnet und ich konnte laden. Also hat absolut zuverlässig und schnell funktioniert. Ja, und jetzt gucken wir mal noch schnell rein, wie viel Prozent wir haben. So, und wir haben jetzt 40%, also mit 38 war ich hier. Jetzt haben wir schon 40%, also ich werde jetzt einfach mal gucken, wie weit wir noch bis zur nächsten Ladesäule fahren. Und dann werde ich auf jeden Fall nicht voll tanken. Let's go back.
wir haben jetzt 1 Stunde und 10 Minuten ungefähr getankt. Also höchstens 1¼ Stunden. Und wir haben 254 Kilometer erreicht. Das waren 92%. Also das ist eigentlich ganz prima. Das heißt, wir haben jetzt Folgendes beschlossen. Da wir hier so schön getankt haben, und zwar am Zoo in Eberswalde, werden wir jetzt durchfahren bis nach Swinemünde, bis nach Usedom. Und ja, müssten dann noch mit einer Restreichweite von 50 Kilometer ankommen. Das sind 180 Kilometer. Und wir fahren jetzt einfach mal durch und schauen wir mal, ob wir das schaffen. So, und ab geht's. Ja, was hier ein bisschen blöd ist, dass man hier nirgendwo was essen kann oder Kaffee trinken kann. Obwohl wir jetzt beim Spaziergehen entdeckt haben, dass es hier in der Nähe ein Krankenhaus gibt. Und da könnte man sehr wohl in die Cafeteria gehen. Aber wir hatten ja schon uns das selber gekauft und haben schön im Grünen Frühstück gemacht. So, und jetzt geht's weiter. Was ich noch nicht vergessen darf, erstmal einzugeben. So, ich habe jetzt das Ziel eingegeben. Das wäre dann quasi Heringsdorf. Da sind 178 Kilometer nach Navi und da kam schon die Meldung hier vom Auto, dass wir das nicht schaffen würden. Aber hier, die Anzeige steht bei 249 Kilometer und das müssen wir eigentlich problemlos schaffen. Und jetzt fahren wir erstmal eine ganze Weile und gucken mal. Und wir fahren ja im Grunde auch an den Ladepunkten vorbei, wo wir noch laden wollten. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir es schaffen. So, wie es aussieht, haben die in Berlin die Ferien begonnen. Was wir natürlich nicht wussten und nicht geahnt haben, sodass die Autobahnen rappelvoll sind und wir ja sowieso nur mit 80, 90 vorankommen und das natürlich unserem Akkuverbrauch sehr zugute kommt. Also aktuell haben wir noch 147 Kilometer zu fahren und wir haben noch eine Reichweite von 212 Kilometer, also wir haben 60 Kilometer Puffer und dann müssen wir eigentlich hinkommen. Ich glaube auch nicht, dass die Autobahnen viel leerer wären. Aber wir fahren ja nachher bei Pasewalk runter von der Autobahn und dann geht es Landstraße. Aber da fährt man auch nur 90, 100. Also eigentlich müssten wir völlig problemlos hinkommen. Und was ja wirklich interessant ist, wie man sieht, als Benziner ist man auch nicht schneller. Und da kann man dann auch problemlos mit einem Elektroauto fahren. So, wir fahren gerade über die Brücke nach Usedom, das heißt, wir verlassen jetzt das Festland und betreten die Insel. Und es war eine gute Entscheidung gewesen, nicht nochmal zu tanken. Wir haben jetzt noch 111 Kilometer auf der Uhr und haben noch 26 Kilometer bis zu unserer Tankstelle in Ahlbeck. Also alles prima und ich musste auch nicht besonders langsam fahren, weil sowieso ja so viel Verkehr war, dass ich auch mit dem Verbrenner nicht schneller gewesen wäre. Und ich freue mich, dass wir durchgefahren sind. Das heißt, jetzt gerade haben wir Usedom betreten. So, wir sind an der Tankstelle angekommen und wir haben noch 87 Kilometer Restreichweite und nach Swinemünde sind es nur noch 2 oder 4 Kilometer. Was aber interessant ist, dass beide Ladesäulen belegt sind und wir sind ja nun ganz dicht an der polnischen Grenze. Und von was sind sie belegt? Na, könnt ihr es euch jetzt bestimmt schon denken. Natürlich von einem polnischen Taxifahrer, der mit einem Leaf Taxi fährt. So, und ich will es euch mal zeigen. Ja, also wie ihr seht, ist hier ein polnischer Taxifahrer, der
steht. Und ich hoffe, da steht nicht den ganzen Tag und bis morgen. Und daneben steht auch noch ein Audi e-tron. Ja, ich werde jetzt mir mal den Spaß machen und werde mal reingucken. Ja, aber wir sind ja gut hergekommen hier und es ist nicht ganz so schlimm. Wir fahren erstmal ins Hotel jetzt und werden unser Gepäck ausräumen, werden einchecken und dann fahren wir nochmal her. Und ich sag mal, wenn es hier immer voll ist, dann müssen wir eben ein Stück weiterfahren. Da ist auch 3 Ladepunkte, aber die sind eben kostenlos. Ich vermute mal, deshalb sind die auch belegt. Ja, alles klar, dann alles weitere später. So, wir sind jetzt in Albrechtstedt immer noch der polnische Taxifahrer und der Audi Elektron oder so, den kenne ich gar nicht. Und jetzt sind wir nach Heringsdorf gefahren und da ist der gleiche Ladepunkt wie auch in Albeck. Das ist ja nicht so leicht mit den Namen. Und das sind nämlich die Inselwerke, städtischen Inselwerke, Usedom. Und ja, die No-Motion-Karte hat funktioniert. Also das ging ganz prima. Einfach Stecker rein, überall Karte draufhalten, das ist so ein Bedienfeld. Ich zeige das nachher nochmal kurz. Hier ist gerade ganz viele Leute, die auf und ab gehen. Und da möchte ich jetzt nicht unbedingt mich hier ein bisschen zum Obst machen. Aber ich mache ein Foto und das blende ich dann einfach ein und dann seht ihr das. Also einfach die Karte auf so ein Bedienfeld halten und dann geht es so im Kreis, dreht sie im Kreis und zack, leuchtet die blaue Diode auf und dann geht es auch schon los. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie viel es auch, also wir haben ja 27% Akkukapazität noch. Ich stehe hier, Ladezeit, Restzeit 2 Stunden 10 Minuten. Ich weiß übrigens auch noch nicht, was es kostet. Also da ist keine Anzeige, wo man den Preis sehen kann. Auf NoMotion steht drauf, wo ich die Karte ja habe, dass es kostenlos ist. Ja, dann werde ich sehen, was ich vom Konto abbuchen. Ja, ich sag mal 10 Euro, 12 Euro mehr werden es nicht sein. Gut, und jetzt blende ich noch ein, wie viel Akku, aber steigt rasant, bin jetzt schon bei 28%. So, und ihr seht das jetzt. Also 28% Restenergie, Zeit 2 Stunden. Wir werden aber nicht auftanken, wir werden vielleicht maximal, wenn es hochkommt, eine Stunde oder eine halbe bis eine Stunde. Müssen wir mal sehen. Wir gehen jetzt mal an den Strand. Jetzt wird es hier schon langsam, zieht sich zu. Das Wetter wird schlecht. Und wir gucken uns trotzdem mal die Ostsee an, bevor es regnet. What we do here is go back, 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 back. So, es sind jetzt 1¾ Stunde vergangen und wir sind jetzt auf 91% Akkustand von 28. Wir haben uns jetzt hier in Heringsdorf ein bisschen die Beine vertreten. Wir haben lecker Fisch gegessen, wir haben noch ein Eis zum Nachtisch gegessen und die Zeit verging wie im Flug. Was es kostet, wie gesagt, das weiß ich nicht. Da lasse ich mich mal überraschen, ob ich tausende Rechnung kriege. Ja, und jetzt fahren wir noch mal ein bisschen rum. Es fängt an zu regnen, also das Wetter ist wirklich sehr bescheiden. Und was ebenfalls ein Nachteil ist, wenn das Wetter schlecht ist, dann ist das Kabel dreckig und hat man immer dreckige Hände. Ja, das noch mal so als Anmerkung dazu, was Elektrofahren alles ja, für eine kleine Nachteile mit sich bringt. So, und da sind wir gut in Swinemünde angekommen. Wir sind noch mal an Albeck vorbeigefahren, an den beiden Ladesäulen. Und natürlich stand das Taxi wieder davor und der Renault auch noch, oder wieder auch noch. Aber wir waren ja eh voll und dann ist er nicht weiter gestört. Und wir waren froh, dass wir jetzt alles hinter uns gebracht haben und jetzt wohlverdient in Swinemünde an der polnischen Ostsee angekommen sind. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann einfach wie immer den Daumen hoch. Gerne, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Und ansonsten noch viel Spaß im Netz. Bis zum nächsten Video. Das nächste Video ist dann quasi das Finale und das ist die Rückfahrt von Usedom bis nach Halle. Und das sind circa, muss ich mal gucken, ich denke mal so 400, 500 Kilometer am Stück. Und das wird nochmal eine kleine Herausforderung. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Ja, okay, soweit dazu. Der Rest dann im nächsten Video. Euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.